Jetzt bin ich am Überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, für die Raumaufteilung. Ihr kommt auf jeden Fall erstmal raus hier. So. Wir haben ja ziemlich hohe Decken hier. Ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir die Treppe da hinten in die Ecke reinsetzen. Dass sie dann. Das macht keinen Unterschied im Endeffekt, ne? Da kann ich lang gehen. Das heißt, ich könnte im Normalfall die Treppe sogar hinnehmen. Dadurch, dass die zu ist. Geh mal auf Seite da. Geh doch mal weg da. Komm, komm. Komm, geh mal weg. Geh mal weg. Du sollst weggehen, habe ich gesagt. Da schubst die mich. Ich bin jetzt am Überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, die Treppe irgendwie anders da rein zu machen. Klar, du musst hier ja irgendwie reinkommen. Aber dass man das nicht irgendwie verbindet, weißt du? Dass du einfach nur noch so einen kleinen Absatz drin hast. Dann müsste doch irgendwie, müsste das doch möglich sein. Oder nicht? Dass die Treppe von da, dass du dann hier noch so einen kleinen Absatz hast. Wobei, wenn du hier den Flur hinmachst. Sagen wir, du nimmst die raus. Brauchst hier sowieso Wand rein. Könnte aber zu schmal sein, ne? Oder aber du machst zu, dass du dann hier von dem Raum, der da entstehen wird, dann da reingehst. Quasi. Ich glaube, das war auch unsere Intention dahinter, ne? So wollten wir das auch haben. Dass du dann. Habe ich eine Schüssel bei? Ja, habe ich. Wie können wir die denn schüsseln? Was würde denn gut aussehen hier? Ich würde schon fast sagen, die, ne? Wobei ich glaube, die könnten auch schon zu modern sein, oder? Was meint ihr? Dass du dann hier reinkommst. Hier könntest du dann eine Garderobe oder so hinstellen. So. Da hast du dann den Durchgang. Dann könntest du hier auch noch zumachen. Oder hier. Wir müssen auf jeden Fall erstmal da die zwei Treppenstufen wieder hinmachen. Die machen wir erstmal auch dahin. So. Dann hättest du hier die beiden. Wenn du dann hier zumachst. Bei. Das ist echt ein Problem, ne? Das ist echt ein Problem. Ich will den Raum hier nicht trennen. Der soll ja ein Raum hier bleiben. Wobei, da bin ich schon am Überlegen, ob wir die hier nicht einfach. Die könnten wir ja eigentlich rausnehmen. Den könntest du ja. Da könntest du eine Eiche reinlegen. So. Auf der Seite auch. Dann hättest du den Raum hier, weil den würde ich gerne so lassen.
Jetzt müssen wir nur gucken. Wie wir das am besten machen. Und ich glaube, am sinnvollsten wäre es auch, wenn wir hier das Tropenholz nehmen, ne? Wenn wir leider Tropenholz als Wände nehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir nehmen das Tropenholz als Wände, die schisseln wir zurück. So. Die schisseln wir zurück. So. Da sind ja noch ein paar. Was war das denn jetzt? Hat sich angehört wie eine Schreibmaschine. So, die holen wir raus. Dann setzen wir die nämlich den da rein. So. Lass mich überlegen. Oh, die Wände sind so hoch, ne? Die so verdammt hoch. Lass uns überlegen. Wir nehmen jetzt das Tropenholz, dann gucken wir mal, ob wir mit dem Tropenholz da die Wände reingezimmert kriegen. Dass das zumindest einigermaßen vernünftig aussieht. Der weg, der weg, der. Die Fackel weg, das kann weg. Dann holen wir uns mal ein, zwei Decks Tropenholz, wenn wir es haben. Weiß ich nämlich jetzt gar nicht, ob wir das Tropenholz noch haben. Müssen wir mal gucken da. Oh. Setzlinge habe ich 2. Ich glaube, wir müssten da mal... Da haben wir noch welche. Ich würde schon fast das Natur lassen. Da würde ich schon fast das Naturholz lassen dann. Aber wir trotzdem müssen wir die Setzlinge. Wir müssen neu. Wir brauchen Tropenholz. Wir haben ja gar nichts mehr hier. Lass uns mal gucken hier. Wir haben ja gar nichts mehr. So. Das habe ich gesagt, der Raum bleibt. Ne? Das heißt, wenn wir hier, das wird zu eng, oder? Bei als Schlafzimmer. Ich den hier abtrenne. Könnte man das eigentlich machen, ne? Den da. Da ist ein bisschen blöd. Dann setzt du da. Ja, machst du da das Fenster rein. Ist ein kleines Schlafzimmer. Ein kleines Schlafzimmer ist aber auch nicht schlimm. Könntest das ja auch natürlich hier in die Dings rausziehen, ne? Könntest du ja auch. So. Wenn du da hingehst, sagst dann, da ist die Tür, dann machst du hier die Wand rein. Das würde gehen, dann hättest du da die Tür, da eine Tür, hier den Raum. Einen riesengroßen Raum dann, ne? Keine Ahnung, als was du die nehmen willst. Wohnzimmer oder so? Ich meine, da würde ich fast schon den Boden hier, ne? Den würde ich ja fast schon wieder ändern dann.
könntest du hier. Ist halt gar nicht so einfach. Den kannst du nicht rausholen, ist Außenwand. Da gehst du hoch. Macht auch keinen Unterschied, wenn wir die Treppe da hinten reinsetzen. Also wenn wir die drehen, weil bleibt ja das gleiche. Nur spiegelverkehrt dann. Du kommst hoch. Wenn du dann hier einfach nur eine Säule setzt, kannst du ja machen, dann lässt du das offen. Da machst du dann zu. Dann hättest du dann hier noch einen Raum. Hier. Jetzt ist die Frage, was machst du hier rein? Also ich würde hier, bin ich ganz ehrlich, würde ich die zwei Schlafzimmer reinmachen. Wie bieten sich an, ne? Fenster. Kannst du schon zumachen. Dann hast du hier noch eine kleine Nische um im Schlafzimmer oder Elternzimmer, keine Ahnung. Das ist denen ja überlassen dann. Kannst ein Bett reinpacken, kannst einen Schrank reinpacken. Kannst auch wunderbar, passt auch wunderbar. Aber was machst du da rein? Das ist das Schlimme. Ist halt, wenn du es andersrum baust, hättest du natürlich den Vorteil, du hättest die Treppen auf einer Seite, ne? Du bräuchtest sie dann nur verlängern, im Endeffekt. Du bräuchtest die dann nur verlängern, wenn du die jetzt von der anderen Seite hochbaust. Dann kämpfst du dann hier zum Beispiel wieder runter in den Raum rein. Ich glaube, das machen wir auch. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Kaputt. Ach, Taba. Da ruht er da mit einer kaputten Axt rum. Das darfst du auch keinem erzählen, ne? So. Die sammeln wir ein. Das heißt, du kämpfst dann so die Treppe hoch, hättest dann den, im Endeffekt wäre es ja die gleiche, ne? Du, ich würde dann nur hier zumachen, dass du dann da die Kochnische drin hast, weil die würde ich dann hier reinsetzen. Hier würde ich gerne einen Tisch reinstellen, weil der bietet sich dafür an. Das könntest du auch als Wohnzimmer nehmen, ne? Und die Raumgröße bleibt die gleiche im Endeffekt. Wobei, nein, bleibt es nicht. Weil du könntest dir ja jetzt dem anpassen. Du kämpfst dann da hoch.
kämpfst dann da rein. Und müsstest dann irgendwie da von der Küche ins Schlafzimmer. Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Hi Lotti. Wie war dein Wochenende? Oh, ist doch kacke, ist das. Ist doch kacke, ist das. Ziemlich anstrengend. Was hast du denn schon wieder gemacht? Ist doch kacke, ist das. Ist egal, wie ich. Ja, du kommst nicht runter. Du bist gefangen. Okay, oder doch? Es ist egal, wie man es macht, ne? Irgendwie kommt da nur Müll bei raus. Einzige, was wir da noch ändern könnten, ist, dass wir... Das ist... Ja, das machen wir. Das machen wir. Oh. Okay. Da muss da mal eine Reihe neue Steine rein nachher. Aber ist auch nicht schlimm. Wir können da. Was können wir da reinsetzen? Wir könnten einen Holzbalken da reinsetzen. Der interessiert sowieso keinen, ne? Wenn wir da einen Holzbalken reinsetzen, so. Mir ist nämlich gerade eingefallen, zumindest ist mir gerade eine geniale Idee gekommen. Wir können doch, um das hier zu überbrücken. Weil das ist ja die einzige Ecke, die hier richtig nervt. Können wir doch hingehen. Und versenken die Treppe. In der Hauswand. Funktioniert ja trotzdem. Und wenn ich jetzt da die Tür reinsetze. Das müsste ja funktionieren. Von der anderen Seite quasi so. Ach nee, geht nicht, ne? Lass mich, muss ich die von der Seite reinsetzen? So. Das geht. Kannst du hier reingehen? Wir können oben mal eben schnell die anderen Dings reinsetzen. Die jetzt hier fehlen. So. Dann haben wir die nämlich auch schon wieder drin. Und dann können wir mal gucken, ob das mit der Raumaufteilung anders besser klappt jetzt. So. Den haben wir da drin. Die sammeln wir ein. Das heißt, du hast da die Ecke. Den Raum wollen wir behalten. Ich will ja, dass das ein Raum wird. Das ist ja das Problem. Es soll ja ein Raum werden, das Ding da, ne? Das ist Conquest Reforged. Also volles Programm. Volles Programm am Wochenende. War der Weihnachtsmarkt denn gut besucht? Der Adventsmarkt?
1, 2, 3. Was ist denn, wenn ich den hier? Ich komme nicht weiter. Ne? Ich komme nicht weiter. Das ist halt schlimmer.